Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Varo Escape 2, Folge 4. Und ja, mit dabei ist wieder der Nana. Und ich würde sagen, wir gehen auf den Server in 3, 2, 1. Log in und gib ihn. Ah, perfekt, es ist Tag. Wir haben alles richtig gemacht, alles. Aber übelst. So, ja, du dürftest eigentlich nicht so weit weg sein. Das war ja der letzte Encounter, das die Frage war. Was gibt's eigentlich für Befehle? Ich guck mir das mal an, ne? Amphi Strikes, Amphi Kills. Amphi Thieves wäre vielleicht gut. Ich mach mal gerade kurz den Befehl. Ja, gut zu wissen. Grün am Leben. Oh, es ist schon ein Team angeschnitten, okay. Mhm. Okay. Wie hieß der Befehl? Slash MV und dann Teams. Oder mach einfach slash MV, dann wird der alles mit MV angezeigt. Ah, also sind nur noch 5 Teams dabei. Mhm. Das ist, also da haben wir schon einen guten Teil überlebt, ne? Mit wie viel haben wir angefangen? Mit 8 Teams, glaube ich, ne? Glaub ja. Wenn also noch. Ja, 1,5 Teams, sage ich mal, sterben, dann gehören wir zur besseren Hälfte. Oh ja. Bei Varo. Hallo? Ahu. Ahu. Wir sind Neuseeland. Ach nee, was war das noch? Neuseeland? Nee, nicht Neuseeland, hier, Island. Island? Ach so, ja, ich verstehe. Hier ist... Nee, hier hatte ich das Eisen. Da ist noch ein Schaf. Und ein Ender. Ich komme mit dem Enderman. Ja, mach das. Ich suche indes weiter unsere Hülle. Oh, der Enderman will sich von mir nicht ficken lassen. Anal? Nee, rektal. Ah, okay. Also im Entwick nichts anderes ist wie anal. Ja. So, ich hab den Höhleneingang gefunden. Hast du ihn? Ja. Alles klar, bin auf dem Weg. Dann gehen wir wieder nach unten. Genau, und dann würde ich sagen, einfach ganz simpel, langweilig Strip Mining, oder? Wir haben 33 Holzstämme. Wir haben genügend Essen. Ja, läuft. Wir haben Leder, wir haben Zuckerrohr, wir haben alles. Ja, jetzt müssen wir nur noch Obsidian finden. Das haben wir ja schon gefunden. Bei den Diamanten war Obsidian. Stimmt. Machst du oben zu? Ja, ich mache oben zu. Ich brauche gerade Erde. Deswegen. Alles klar. So, ich pack das Eisen schon mal rein. Aber Erde ist, ja. Minecraft Launcher funktioniert nicht mehr. Super, aber Minecraft funktioniert noch. Das ist gut. Ja, dass der Launcher spackt, ist ja nichts Neues. Komm, der Launcher, ganz ehrlich, der ist ja schön und gut, ne? Eigentlich nicht. Ich finde, das Problem ist, bei dem Launcher erstmal werden 1000 Fenster geöffnet. Anstatt 1. Nutzt du schon den neuen oder den alten? Den neuen. Also ich finde den wesentlich angenehmer. Nee, ich finde den total für den Arsch. Also in den anderen braten wir Essen, würde ich sagen, in dem anderen Ofen. So, Ganz viel Beef. Wir zwischen Hirashai und Miguel Pablo. Ja, aber hier haben wir aber auch ganz viel Beef drin. So, wir fangen mit der Diamond Pickaxe an, damit wir dieses Obsidian abbauen können, will ich gerade sagen. Ja. Das ist, mach ich mal gerade. Krieg mal kein Achievement! Was? Was ist das für eins? Unterdrückung! Kein Achievement, das ist ja unerhört! So, jetzt gehe ich mal zum Obsidian. Ich würde sagen, ja, einfach irgendwie jeder baut sich so einen kleinen Strip-Mine-Gang, so wie er möchte. Manche kämpfen auch mit Creepern. Aber keine Sorge, ist alles in Ordnung. Ja, du bist nur halt hob, ne? Oh, schade, hier war Lava. Lava, Mr. Lava. Ist übrigens der kleine Bruder von Lavazza-Kaffee, verstehst du? Nee, also ich dachte eher, das ist der kleine Bruder von Lamar. Upsala. Da ist noch mehr. Ja, du weißt ja, wer Lamar ist, ne? Ja, hier GTA, ne? Mhm.
So, ich muss gerade, ich versuche irgendwie hier an das Obsidian ranzukommen, weil da drunter ist über Lava. Ich baue hier mal eine Sicherheitsvorkehrung. Wunder dich nicht über den Stein, der da gleich bei dir erscheinen wird. Alles gut. So. Wie viel brauchen wir für einen Verzauberungstisch? 4, glaube ich, ne? Genau, 4. 4 und dann 2 Diamanten, ein Buch. Dafür haben wir genügend Leder. Also und ich glaube, Dingens. Hier. Lohnruten. Nee, nicht für einen Verzauberungstisch. Ne? Ne. Zum, Tränke machen, aber die sind ja eh verboten. Mal ganz ehrlich, weil, wenn die Leute jetzt noch anfangen würden, Tränke zu machen, die Leute sind eh immer overpowered ausgerüstet. Das ist natürlich wahr. Jetzt Lapis brauchen wir ja zum Verzaubern. Ja, ja, genau. Hier ist es ja wichtig. Boah, erinnerst du dich noch damals an Ultra Hardcore, wo wir 2 Verzauberungstische hatten? Alter. Da hatten wir es aber echt übrig. Da hatten, da saß das Geld echt locker, das Paller. Oder wie auch immer. Wie machst du deine Stream-Eingänge? Ich guck mal gerade so. Ah, genau wie ich sie mache. Perfekt. Natürlich. Ja, das ist halt einfach das beste Verfahren. Ganz im Ernst. So, ich aber Eisen werde ich trotzdem noch ein bisschen abbauen, weil... Ja, ja, Eisen auf jeden Fall, wegen Waffen, würde ich sagen. Ja. Immer. So. Jetzt müssen wir nur noch Diamanten finden. Naja gut, das müssen wir eigentlich die ganze Zeit. Was wäre so gut, wenn wir einfach nur Diamanten finden. So ein riesen Diamantenerz, irgendwie so 10... Ich sag ja nur, ne? Ultra Hardcore. Alter, so, ich weiß nicht, wie das sein kann, dass ein Mensch so viel Diamantenglück haben kann. Ja, ganz schlimm, ne? Im Ernst. Das war doch nicht mehr natürlich. Da haben wir doch schon ein bisschen gecheatet, natürlich. Oder? Also. Sind wir eigentlich auf der richtigen Ebene? Ja, 12. Also für mich ist 12 immer, da habe ich mehr Glück als auf 11. Musst du entscheiden, ob du vielleicht auch auf 11 gehst. Aber das ist, ich glaube, von der Wahrscheinlichkeit her tun die sich, glaube ich, nichts. Ich bin jetzt auf 12, das reicht mir erstmal. Naja, ja, 12 ist eigentlich, das ist halt von der Wahrscheinlichkeit her genauso wie 11. Wenn ich es richtig im Kopf habe, eigentlich ziemlich sicher sogar. Es ist halt immer... Hast du mal kurz einen Lava-Eimer? Wassereimer? Nee, leider nicht. Gold! Oh, obwohl, wofür brauchen wir es? Goldäpfel? Ach, oh, gar nicht dran gedacht. Stimmt, hast recht. Stimmt. Wann war der Spätzünder? Ja, ich. Sorry. Eine gute. Hm? Das ist sogar eine gute Ader. Oh. Ich würde sagen, Eisenäxte kann sich jeder quasi immer so viele machen, wie er möchte. Ne? Also Eisenspitzhacken, nicht, dass sie da jetzt irgendwie sagen, ja komm, Eisen ist rar. Eisen und rar? Nein. Weißt du... Halleluja, ich hab Diamanten. Schon wieder? Alter. Das ist halt... Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alter, ey. Alter, Junge, was ist das denn? Was ist das hier für eins Life? Was ist das für eins Diamantenglück? Und direkt daran schließt sich eine Eisenader an. Natürlich. So muss das, ne? So muss das. Ich will es gar nicht anders. Ich beschwere mich sonst bei Fussel, dass er die Diamanten- und Eisenway zu niedrig hat. So, auf der Ebene hier werde ich mir auch gleich mal kurz die Kohle snacken. Oh, weißt du, was Schlimmes? Na? Ich denke die ganze Zeit, bin ich noch im Modpack-Modus, ne, wegen Reloaded. Ich denke die ganze Zeit, es gibt Dance Ores. Richtig ja. Schlimm. So, hier ist noch ein bisschen Redstone, nehme ich mit. Wegen Level und so. Boah, Alter, guck mal, wie viel Zeit schon vergangen ist. Ja, ja. Sehen wir unten.
Aber das ist ja, wir haben ja viel geschafft, finde ich, würde ich sagen. Ja. Wir haben Eisen, wir haben Dias gefunden. Wir haben Lava, Redstone. Ich habe alle Ressourcen, ich gehe so bei 2 Minuten, wenn die Zeit auf 2 steht, dann gehe ich auch hoch, dann mache ich schon mal einen Verzauberungstisch. Dafür haben wir jetzt, glaube ich, alles, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und dann können wir die nächste Folge, die dann irgendwann in 1000 Jahren aufgenommen wird, auch mit Verzaubern anfangen. Ja. Hast du zwischendurch noch eine Spitzhacke? Nee, leider nicht. Ich baue gerade mit der Dia ab, weil die brauchen wir nur einmal quasi. Ich habe nochmal Diamanten gefunden. Alter. Und Gold direkt daneben. Direkt daneben. Das ist doch unfassbar. Alter. Ganz im Ernst. Nimm du mal die ganzen Diamanten. 12 Diamanten? Ja, dafür kann ich dir das Gold geben. Dann sparen wir Platz. Ich kann es eh nicht aufnehmen. Hier, gehen wir um die Ecke da. Genau. Boah, 14 Gold. Alter, wieso sind wir denn so übertrieben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Alter. Ich sag doch, 12 ist ein gutes Diamantenglück. Ja. Hier ist Redstone, ja. Das baue ich aber. Also ich baue es ab, aber ich sammle es nicht ein, weil ich bin eh nicht so der Fallenmensch. Ich kenne die halt alle nicht und das ist halt fürs Level gut. Ja. Gut, dann gehe ich nach oben. Ja. Kümmere mich auch gleichzeitig um Essen und so ein Kram. Perfekt. Ach komm, wir sind also ineffizient sind wir nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, bei weitem nicht. Ich dachte halt am Anfang, wo wir irgendwie in den ersten 2 Folgen so gut wie quasi nichts geschafft haben, aber jetzt, ganz ehrlich. Was ist, ne? Ja. Was ist ineffizient? So, hier ein bisschen Rum-Matten. Also wir haben keine Essensprobleme mehr, wir haben eigentlich keine Dia-Probleme quasi. Nö. Ich werde das... hier ist noch Eisen, das können wir noch mal braten. So. Ja. Ich könnte noch mal kurz ein Dingens machen. Ein Ofen. Für das Stimmt. Gold. Stimmt. Oh, du hast noch keinen Ofen gebaut? What? Anscheinend nicht. Okay. Was Auch ist das gut. für eins Ofen? Was ist das für eins Ofen? Oh, 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 hier ist Lava. Bei 52, kannst du schon mal langsam hochkommen? Ja, ich mach das auch. Hier ist gerade Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Bombastic, Telefant. Den aus Plastik. Warum sind wir so kaputt? Kann mir das irgendjemand beantworten? Das können unsere Zuschauer mal in die Kommentare schreiben. Warum wir so kaputt sind. Ja. Ja. Mal gucken, was da so rauskommt. Ich bin mal gespannt. Ach, du kennst ja den Gegner. Hä? Alter. Oh. Wieso wusste ich dafür, dass ich dafür einen Schlag kriege? Eigentlich wollte ich dich gar nicht schlagen. Ich wollte nur gucken, ob Friendly Firehouse ist. Ja, 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 natürlich. Ist so. Ist natürlich so. So, Dias, sollen wir die in die Truhkiste legen, ja, ne? Ja, würde ich sagen. So, aus reiner Sicherheit. Ich meine, das steht zwar, dass das, Teamkiste zwar so direkt ist, aber ich mache trotzdem lieber ein Schild dran. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Es brät Gold, so. Es brät Eisen durch. Wir haben Essen. Wir haben Federn. Ich mache einen Verzauberungstisch gerade. Du brauchst eine Enderperle. War das, nee, glaube ich. Auch nicht. Wie mache ich denn ein Buch? Du brauchst Papier. Ja, habe ich, aber... Ein Buch, ich glaube... Brauchst du dafür nicht Holz? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie das Rezept für Buch ist. Super!
Huch. Ja, 27 Sekunden noch. Naja, da werde ich es jetzt auch nicht mehr herausfinden. Wie geht das Rezept? Ach doch, warte mal. Ah, ja, klar. Mhm, ich hab's. Jetzt ja. Werfen wir mal gerade kurz die Diamanten zu. Ich bin hier im Crafting Table. Ich hab keinen Tinkers. Noch haben wir 10 Sekunden? 10 Sekunden, ja. So. Und die Zeit ist um. Nein! Hm? Du hast den Dingens fallen lassen. Nein, ich hab den ins Inventar getan. Du hast was verloren. Nee, ich hab ihn eigentlich ins Inventar getan. Okay. Bei mir ist er unten in der Leiste gewesen. Naja, verstehe. Wenn nicht, 2 Diamanten easy weggeworfen. Wir haben's. ja. Wir haben den Shit. Wir sind Number One, würde ich sagen. Number One, ja. War nicht Numero Dos. Gott, warum machen wir das eigentlich? Wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ja, würde ich auch sagen. Bis dahin und tschüss.